Seit dem 22. März ist die neue Sonderausstellung in der Karasburg in Coswig eröffnet. Sie trägt den Namen Weißer Elefant. Unweigerlich muss man an den Elefant im Porzellanladen denken und genau um den besonderen Werkstoff geht es auch in dieser Ausstellung. Die neue Sonderausstellung in der Karasburg Weißer Elefant trägt den Namen mit einem kleinen Augenzwinkern, denn man kennt ja allgemein das Bild des Elefanten im Porzellanladen. Die Meißner Künstlergruppe mit dem Namen Weißer Elefant beschäftigt sich ausschließlich mit Porzellan. Die Künstler waren alles Manufakturisten der Meißner Porzellanmanufaktur, die mittlerweile selbstständig sind. Ja, es sind 5 Künstler mit 5 unterschiedlichen Handschriften. Sabine Wachs, Silvia Klöde, Tina Hopperdietzel, Andreas Ehret und Olaf Fieber. Das sind diese 5 Künstler, die sich zusammengeschlossen haben zu der Künstlergruppe, wobei jeder wirklich anders gestaltet. Der eine baut Figuren, wie man so schön sagt, der nächste formt Figuren. Es sind große Gefäße dabei, es ist Wandgestaltung dabei mit sehr dekorativen plastischen Details, aber auch mit wundervollen Malereien. Also es ist ein sehr großer Querschnitt durch das Schaffen von diesen 5 Künstlern. Ausgestellt wird dabei nicht das markengeschützte Meißner Porzellan mit den blauen Schwertern. Dieses darf nur in der Manufaktur hergestellt werden. Es sind Meißner Künstler, die Porzellan herstellen und in der Ausstellung zeigen. Die Künstler verbinden mit ihren Werken Tradition, Handwerk und Visionen. Die eigene Rezeptur des Porzellans bleibt dabei ein Geheimnis. Wir versuchen ja eigentlich jedes Jahr in einer Kunstausstellung ein anderes Sujet anzusprechen. Also mal ist es Holz, mal ist es Keramik, mal Malerei, Grafik. Und Porzellan hatten wir natürlich schon durch Herrn Professor Werner hier in der Ausstellung, aber in Verbindung mit seinen Malereien. Und wir haben gedacht, reines Porzellan wäre schon nochmal sehr interessant. Und so haben wir die Künstlergruppe angesprochen und nach kurzer Bedenkzeit haben die Künstler auch ja gesagt, was uns sehr gefreut hat. Zur Eröffnung am 22. März wurde auch herausgestellt, dass alle zu sehenden Objekte in der Karasburg käuflich zu erwerben sind. Hierbei handelt es sich um Unikate. Es ist also an ganz, ganz wenigen Ausnahmen ist eine Ausstellung, die auch dem Verkauf dient. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn diese Kunstwerke an die Künstler, der Künstler verkauft werden. Wobei ich dann auch hinzufügen muss, dass das Museum an diesem Verkauf keinerlei finanziellen Anteil hat. Also wir bieten nur die Fläche der Ausstellung, wir vermitteln das gerne, aber es läuft nicht über uns. Vom 22. März bis 11. Mai sind nun die ganz besonderen Porzellanstücke der Künstlergruppe Weißer Elefant aus Meißen in der Karasburg zu bewundern. Die einzigartigen Stücke der aus der in Sachen Porzellan so geschichtsträchtigen Stadt sind zu den bekannten Öffnungszeiten der Karasburg zu sehen.